Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Rheinfelden kentinde bulunan St. Josef House Engelliler Eğitim Merkezi büyük bir özveriyle çalışıyor. Engelli gençleri eğitime yönlendiren merkezde yüzler hep gülüyor. İyi. Çok güzel. Evet. Hoşuna gidiyor. Evet. Ja, schneiden Karton. Ja. Ja. Gefällt dir Arbeit gut? Ja, ja. Schön. Schneiden Karton. Ja. Ja. Danke schön. Bitte. Und viel Spaß. Fiziksel gelişimin yanında zihinsel gelişime de katkı sunan merkezin sorumlusu Joachim Trübi, gençlerin çalışmalarından oldukça memnun. Ich leite im St. Josephs Haus den Bereich Arbeit und Betreuung für Menschen mit Behinderung. In diesem Bereich erfahren Menschen mit Behinderung eine persönliche und berufliche Förderung mit dem Ziel, sie, wenn es geht, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vielleicht vermitteln zu können. Wie viele behinderte Menschen sind hier im St. Josef Haus in Herden? Im St. Josef Haus insgesamt werden etwa 900 Menschen mit Behinderung betreut und gefördert. Das sind Kinder, die unser Kindergartenangebot und unser Schulangebot annehmen, das mittlerweile inklusiv ist. Das heißt, in unseren Schulen gehen Kinder mit und ohne Behinderung. Dann haben wir das große Angebot verschiedenster Wohnangebote, Wohnformen von betreutem Wohnen, stationäres Wohnen, über selbstständiges Wohnen, familienunterstützende Dienste und eben den Bereich Arbeit und Förderung. Eğitim merkezinde çalışmaya başlayan engelli çocuklar zamanla normal firmalarda eğitim alıp yeteneklerini daha da geliştirebiliyorlar.